Wir degustieren hier einen Wein, der in der Erde oder im Boden drin in Tonamphore ist ausgebaut worden. Die Triebel sind mit Saft zusammen da drin gekommen und sind 8 Monate da drin vergoren. Anschließend sind sie in ein Holzfass drin gekommen und nochmal nach 16 Monaten haben wir dann endlich abgefüllt. Der Wein an der Nase, Teearomen, Lindenblüten, im Mühl auf der Zunge. Kommen eine spitzige, derte Aprikosen zur Geltung. Im Abgang verlängert noch die gute Säure, die der Wein hat, das Verhältnis von Säure und Struktur erfreut und verlangt nach mehr Gesundheit.